Tja, liebe Leute, eine Weihnachtsgrußkarte selbst machen und die ein bisschen ausschmücken, das könnt ihr auch. Wir haben das gestern gemacht, sodass man für die Eltern, Mama, Papa, Oma, ganz egal, dass man etwas Persönlicheres darstellt und nichts Gekauftes und sich auch ein kleines bisschen Mühe gemacht hat. Das ganze Ding hat ungefähr, na, vielleicht 4 Minuten gedauert. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt gleich nochmal auf der nächsten Seite. Mit Anleitung. Das heißt also, ich werde immer wieder eine Pause machen und ihr macht das nach und dann habt ihr auch was Schönes für zu Hause. Na gut, fangen wir mal an. Wir müssen Folgendes betrachten. Wenn ich hier so einen Kerzenständer habe, dann überdeckt er ja diesen Weihnachtszweig. Die Kugel nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen hiermit anfangen. So, na denn, fangen wir mal an. Man nimmt ein Grau. Ich mache das jetzt alles nochmal. Also hier haben wir einen Teller. Und der Teller, also dieser kleine Teller, der wird ja von der Kerze überdeckt werden. Und jetzt zeichnet man eben einfach so. Und das ruhig frei Hand, denn Kerzen sind nicht so gerade, wie man immer denkt. Und auch nicht so, sagen wir mal so, absolut exakt brennen die auch nicht ab. Das heißt, wenn ich hier oben so eine Ellipse male, dann kann die ruhig ein bisschen krummer sein als sonst. Aber es sollte schon eine Ellipse sein. Dann machen wir einen kleinen Docht. So, und wenn wir den Docht dann haben, dann fangen wir an, die Kerze so ein bisschen zu schraffieren. Nicht zu doll, nicht zu viel. Und an den Rändern natürlich viel mehr. Und weiter unten auch viel mehr. Warum weiter unten? Weil die Kerze hier oben ganz doll leuchten wird. Wie wir das machen und wie das funktioniert, zeige ich. Und dann läuft ja auch manchmal noch Kerzenwachs runter und der bildet dann hier so einen Tropfen. Das können wir hier auch so mit andeuten. Hier so einen Tropfen machen und vielleicht noch ein paar Striche rein, nicht zu viel. Gut, ich halte das Ding mal an und ihr macht mal bis dahin. Ich drücke mal Pause und ihr auch am besten und malt die Kerze bis dahin fertig. So, jetzt lassen wir die Kerze brennen. Wir wissen alle, im Innenbereich der Flamme ist sie nicht ganz so heiß, deswegen lassen wir sie da auch nicht so strahlen und nehmen am besten ein Orange. Und jetzt außen kommt die Flamme als solches dazu. Also wenn wir die Flamme jetzt hier außen so malen, mit Gelb außen rum. Das kann ruhig mal manchmal hier was überdecken. Dann haben wir schon eine Flamme. Jetzt lassen wir die noch strahlen und geben ganz wenige gelbe Strahlen dazu außen rum. Und vielleicht noch ein ganz klitzekleine orangene Strahlen, damit das Gelb besseren Kontrast hat. Und schon haben wir unsere Kerze strahlend gemacht. Ne? So, auf die Art. Gut, jetzt geht es weiter? Wir müssen ja auch diesen Tannenzweig machen. Hier noch irgendwelche Vervollständigungen entsprechend einfügen könnte man, indem man hier zum Beispiel die Ellipse noch mal ein kleines bisschen wiederholt, hier, ne, um die Ecke rum. So, man kann auch diesen ganzen Rand verzieren. Also, das möchte ich jetzt aber gar nicht mal übertreiben. Hier unten drunter, unter einem Teller, ist es im Allgemeinen schattig. Tellerchen für eine Kerze. Gut, jetzt nehmt am besten einen relativ dicken Filzstift und nehmt dunkelbraun. Und jetzt fangen wir mal an und machen mal zu Anfang hier einen Hauptzweig. Und der Zweig, der setzt sich ja hierhin fort. Und jetzt könnt ihr hier und hier nicht so viele kleine Ästchen ranmalen. Ich mache mal wieder Pause, ihr macht das Ding mal bis dahin vollständig. Und dann kommt der nächste Trick. So, jetzt nehmt am besten Blau oder eine andere Farbe, die euch gefällt. Ihr könnt das auch mit Pink machen oder sonst was. Und wir zeichnen erstmal eine Kugel. Warum? Weil nämlich die Tannennadeln eventuell die Kugel überdecken könnten. Jetzt ist die Kugel nicht sehr schön, weiß ich. Aber wir wissen alle, dass solche Körper durch Schraffur erstmal körperlich werden. Und die Schraffur, die müssen wir so einfügen, mit kühnem Schwung. Hier unten mehr und gegen oben natürlich auch, aber nur ein klein wenig oben, dass wir hier eine Kugelform daraus machen. In diese Richtung hier, immer weniger werdend. Und da können wir jetzt dadurch außen solche Unrundungen etwas ausgleichen und haben dadurch, die Kugel wird dadurch ein bisschen größer, das ist aber nicht schlimm. Macht sie nicht zu groß, übertreibt nicht zu sehr, ein Kügelchen sollte genügen. Und die Kugel, die lassen wir jetzt von dem Licht der Kerze, ne, das fällt hier rauf, lassen wir jetzt ein bisschen strahlen. Und zwar, wenn ich mir überlege, dass Gelb und Blau sich zu Grün vermischt, könnte man Grün nehmen. Ich empfehle aber ruhig ein paar türkise Strichlein. Ja, das wird der Glanz von der Kerzenflamme. Nicht zu viel, nicht übertreiben. Und das ruhig noch mit ein paar kleinen grünen Strichen mischen, sodass die Haut
Hauptfarbe dann doch eher ins Grünliche, also in die Mischfarbe geht. Dünn, ne? Merkt ihr das? Das ist relativ wenig. Und wir können natürlich auch noch ein paar orangene Lichtstrahlen einfügen. So, ich werde gleich Pause-Taste drücken und auf euch warten. Und dann kann man der ganzen Sache schon ein bisschen Glanz verleihen. Dass das keine perfekte Zeichnung wird, das weiß ich auch. Aber Mama und Papa werden sich freuen. Oder die Großeltern auch. So, ich mache mal Pause und ihr macht mal bis dahin fertig. So, jetzt nehmt einen dunkelgrünen Stift und jetzt fangen wir an mit den Nadeln. Ich würde hier keine Aufhängung der Kerze extra hinmalen, weil die Nadeln, das werdet ihr selber sehen, werden viel verdecken. Und die Nadeln, das ist ein bisschen, was heißt mühsam, ist es gar nicht. Guckt mal hier, ich mache hier einfach bloß Striche dran. Achtung, jetzt müssen die Striche vom Winkel her ein bisschen hochgehen. Und hier oben rum macht man einfach weiter. Einfach weitermachen. Und hier werden sich Nadeln überdecken. Und das ist alles nicht schlimm. Und jetzt Achtung, aufhören am Rand des Tellers. Genauso das gleiche hier. Und es ist nicht schlimm, wenn wir auch mal mit in das Braune hineinkommen. Denn das Braune wird man eigentlich sowieso nicht bei so einem Weihnachtszweig sehen. Das heißt, ihr könnt auch jetzt hier, wenn das mal nicht ganz so klappt, wenn mal eine Nadel länger wird oder sonst was, das ist in der Natur auch so. Und jetzt geht es hier hinten weiter. Hier gucken schon die ersten Nadeln durch, die man jetzt hier nicht sieht. Also hier ruhig zwei, drei Nadeln rausgucken lassen, um das Ganze bis hier hoch, wieder rum und ruhig. Hier können die sich überkreuzen. Macht es nicht zu viel, man muss die Nadeln noch sehen. Merkt ihr was, während ich erzähle, bin ich fleißig dabei und mache hier einfach weiter. Das geht also doch relativ schnell. Jetzt hier den Winkel wieder ändern. Nicht unbedingt zu sehr über die Strahlen malen, aber da müsst ihr eigentlich auch nicht aufpassen. So, und da man ja solche braunen Weihnachtszweige auch nicht sieht, weil ja hier auch noch Nadeln nach vorne gucken, machen wir hier ruhig, aber nicht so, dass das Braun komplett verschwindet, ruhig noch ein paar Nadeln drauf. Hier dasselbe, hier den Rand nicht vergessen, nicht, dass wir über den Rand drüber malen, obwohl ruhig mal eine drüber ragen könnte. Das ist, wie gesagt, im täglichen Leben dann auch so, dass nicht immer alles so glatt und, sagen wir mal, symmetrisch verläuft. Die Natur ist nicht immer so symmetrisch oder erscheint nicht immer so symmetrisch. Also ein bisschen braun übrig lassen und schon sind wir eigentlich fast fertig. Und guck mal, eigentlich achtet jetzt kein Mensch mehr drauf, ob hier immer unten noch irgendwas erscheint. Leute, und jetzt übertreibt es nicht, nehmt nicht zu viele Farben, nicht zu viele Schriften. Ich würde es ganz einfach, wenn ihr das Ganze auf schwarz macht, sieht das natürlich auch sehr schön aus, dann entsprechend in weißer Schrift. Aber ich würde hier schön sauber, nicht so wie ich jetzt schmiere, fröhliche Weihnachten oder alle lieben Wünsche oder ruhig ein bisschen abgesetzt. Ihr müsst auch gar nicht reinschreiben, liebe Eltern, aber das kann man machen. Weihnachten, Komma, an wen geht es? Liebe Oma, lieber Opa und so weiter. Ne? Und ruhig ein Ausrufezeichen, denn wir jubilieren ja, wir freuen uns ja. Gut, liebe Leute. Falls kein Video mehr vor Weihnachten kommt, ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und hoffe, dass ich euch eine kleine Anregung geben konnte, euren Eltern oder euren lieben Verwandten oder den lieben überhaupt noch so einen kleinen, sagen wir mal, eine kleine persönliche Note mit an eine Weihnachtskarte mit ranzufügen. Also, alle guten Wünsche für euch, eventuell dann im nächsten Jahr erst, vielleicht noch eher, aber ansonsten geht es dann weiter. Na denn, macht's gut, tschüss.